Ihr lieben Steinböcke, wir gucken für einen Impuls für euren nächsten Monat. Was für Themen zeigen sich bei euch fürs Kollektiv der Steinböcke? So, da haben wir schon mal super Veränderungen, nämlich Veränderungen, die wie ein Geschenk auf dich zukommen, lieber Steinbock. Veränderungen, die dich zum Aufblühen bringen. Irgendetwas, wo sich vielleicht auch für dich auszahlt oder du, naja, wie soll ich sagen, aus der Vergangenheit etwas bekommst, was du investiert hast. Sowas wie der gerechte Lohn für eine Sache. Ich sehe dich ein bisschen mit Hindernissen vorangehen. Etwas geht zögerlich. Manches Mal stellt sich dir vielleicht auch nur ein Gedanke in den Weg. Das heißt, gucke, was du denkst oder über was du nachdenkst, denn man kann die Dinge auch zerdenken und sich immer selber mehr Hindernisse schaffen. Ich weiß aber auch, dass das leichter gesagt ist als getan. Für dich kommen Optionen, Chancen, neue Wege mit. Möglicherweise musst du auch irgendetwas entscheiden, ne? Und dir ist auch bewusst, dass es irgendwo einen neuen Weg, eine neue Möglichkeit benötigt. Dein Denken blockiert dich vielleicht aus, dass du dir ausmalst, dass du vielleicht nicht die richtige Entscheidung treffen kannst oder dass du dir überlegst, ja, wo geht denn die Reise hin, wenn ich mich so und so und so entscheide? Wir können nicht alles kontrollieren und Entscheidungen können manchmal einfacher getroffen werden, wenn man mehr auf das Bauchgefühl hört, anstatt sie zu zerdenken. Es wird eine Situation sein aus der Vergangenheit, die sich als verstrickt oder ungut für dich angefühlt hat. Es kann sein, dass du hier auch eine ungute Situation verlässt, indem du dich zurückziehst, indem du sagst, okay, ich gehe bewusst raus aus einer Situation, ich entscheide mich für Rückzug. Ja, irgendetwas belastet dich. Ne? Du wünschst dir gern, dass die Hindernisse weggehen, dass da Umbruch kommt, dass da irgendetwas beginnt und endet. Aber die Entscheidung dazu fällt dir sehr schwer. Oder vielleicht auch, ich habe tatsächlich das blockierte Denken, dass du immer wieder in die gleiche Richtung denkst und deshalb auch vermeidest, etwas in die Aktion zu bringen. Denk dran, du hast hier die Veränderung, die wie ein Geschenk daherkommt. Der Schlüssel könnte sein, dass du bewusst eine Situation verlässt, die dir ungut vorkommt oder die sich für dich nicht stimmig anfühlt. Hier kommen die Zweifel oder das, was dir vielleicht nicht stimmig vorkommt, auch sehr viel vom Umfeld. Vielleicht auch Missverständnisse, vielleicht wird dir vom Umfeld auch suggeriert, dass wenn du dich rausnimmst, dass das nicht gut wäre. Ich habe noch kein Thema. Also kein Thema, was für dich die Situation spiegeln könnte. Ich habe nur, dass es sich für dich ungut anfühlt und zwar nicht nur wenig. Und dass du ständig drüber nachdenkst. Das Außen macht auch dir ein bisschen bange, ne? Du bist vielleicht sehr darauf fokussiert, was denken die anderen von mir, wenn ich das so oder so mache? Wie werde ich wahrgenommen? Wie nehme ich die anderen wahr? Wie zeige ich mich, wenn ich mich zurückziehe? Und jetzt kommt die Lösung und hier hat sich für dich die Maus umgedreht
Und die Maus sagt dir, dass du auf dem längeren Weg dich hier tatsächlich, dass hier Auflösung kommt, ne? Du schaffst es, dich rauszunehmen. Die Situation wird sozusagen weggenagt. Und auch ein gewisser Schatten, der damit verbunden ist oder ein gewisses Gefühl. Deine Intuition, das hatte ich hier schon, wird gefragt, ne? Du denkst sehr viel, du zerdenkst sehr viel, du findest dadurch auch den Weg nicht oder nur verzögert. Und es geht darum, vielleicht mehr auf die sensible Seite, auf die spirituelle Weise zu gucken, wo da eine Möglichkeit ist. Und ich sehe einfach die Möglichkeit bei dir eher bei dir selbst als im Außen. Und ich sehe auch, dass du im Rückzug auf die Idee kommst, die dir hier Auflösung bringt. Also sprich, dieses Aufblühen zum Guten. Dann habe ich für dich als Kraft hier den Hasen und es geht um das Thema Herzensliebe. Und es kann ja auch sein, so dieser Kampf zwischen Herz und Verstand oder sensible Seite und Verstand. Der Hase sagt ja auch, dass irgendwo eine Botschaft gibt, die dich erreichen soll, aber du empfängst sie nicht, ne? Und hier ist es wichtig, dass du ganz still wirst, vor allem im Kopf und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit deiner Emotion schenkst oder deiner Intuition. Ja, da ist es so, dass du eventuell auch vom Alltag überfordert bist oder übermannt. Aktion, Reaktion, Alltag, Arbeit, dieses ständige Tun und Machen und Funktionieren lenken dich vielleicht auch sehr von deiner eigenen Emotion ab und halten dich sehr im Kopf. Und für dich ist es wichtig, dass du dir immer mal wieder Auszeiten nimmst. Deshalb ist hier auch der Turm, ne? Dass du dich um Kleinigkeiten bemühst, wenn das Große nicht so richtig greifbar ist. Dass du dir was Gutes tust, was auch immer das sein könnte, ein Spaziergang, ein Bad. Und bei dir ist es einfach auch wichtig, genau hinzuhören, dabei zu sein bei dir selber, gerne mit dir selbst zu sein und Liebe weitergeben irgendwo, ne? Liebe empfangen und weitergeben. Das muss nichts Großes sein. Lade mal jemand ein. Bring jemand was Kleines mit und pflege so irgendwie diese Basis, die wir alle brauchen, damit wir den Anforderungen des Alltags entgegentreten können. Also Herzöffnung ist bei dir schon wichtig und es wird auch passieren, wenn du dich wieder achtsamer auf deine Dinge konzentrierst und nicht nur den Alltag ablebst oder ich sag mal so, den Anforderungen des Lebens wieder mit Widerstand entgegenkommst. Ne? Das wäre auch die Entscheidung, die hier liegt, ne? Sich rausnehmen, für sich selbst zu sorgen. Du hast jetzt hier den Zaunkönig, der lehrt dir Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Also so wie es der Hase auch sagt, ne, mach so Alltagsgeschichten, besuche jemand, lass dich besuchen, bring jemand eine Kleinigkeit mit, all dieses. Lieber Steinbock, ich drück dich, bis bald.